Attraktion, finde ich. Was findest du selber? Bist du unzufrieden? Zufrieden. Zufrieden? Richtung zufrieden. Unzufrieden, ja. Warum? Weil die Kanne ist einfach, sie ist nicht weiß. Oder sie ist weiß, aber die Sie Schatten ist sind nicht weiß. gut. Weil eigentlich geben die Schatten, eigentlich ist das alles hier Schatten und da ist nur manchmal so ein Lichtstreifen drin. Aber dann hätte ich sie ja lila oder dunkel malen müssen. Damit, Und mit dieser, dunkelweiß kann man ja nicht. ich weiß, aber diese Unzufriedenheit kommt deswegen, weil du siehst die Realität und möchtest so nah wie möglich an diese Realität. Hingegen schau es immer von weit an, das ist immer eine Interpretation. Und diese Interpretation funktioniert oder funktioniert nicht. Und wenn ich das jetzt betrachte, muss ich sagen, sie funktioniert. Sie ist auf dem Weg zu funktionieren. Es ist eine, wie soll ich sagen, eine Harmonie irgendwie, die aus dir herauskommt. Und die musst du entdecken. Schau mal, ich finde diese Elemente sind absolut, schau mal auch jetzt, wenn du es gerade durch die Kamera schaust, hat es etwas. Und dies kann man nicht erklären, was es ist. Und das bist, es kommt von dir heraus, dass man damit nicht einverstanden ist am Anfang. Das ist normal. Aber stell dir vor, es wäre genau so wie ein Foto, dann würdest du ein Foto machen. Und diese Kanne, die lebt. Schau mal, hier doch mal. Und was ganz grandios ist für das, dass du jetzt dieses als Das Glas Glas ist empfinden nicht so kannst, wirklich. schön. Also ich finde das. Das Glas ist ganz Ja. schön. Aber es steht auch beides so schön. Ja, Mach ich doch weiß, nicht. aber das ist der Punkt, wo Erklär dir das so du gut. akzeptier das irgendwie oder lass es einfach, betracht es. Und es gibt vielleicht noch ein Element natürlich, das ist jetzt vielleicht, dass das zu stark vom Hintergrund sich abhebt noch, dass du jetzt den Hintergrund Der Kontrast. irgendwie ein bisschen sich abhebt und noch, da würde ich jetzt noch dran arbeiten. Ja, ich würde einfach, ja, vielleicht auch mit Weißelementen drin. Und dadurch, dass du ja mit den drei Spektralfarben gearbeitet hast, kann gar nicht schief gehen. Das merkst du, es ist keine einzige Farbe, die irgendwie, wo man sagt, Gottes Willen, die passt nicht, oder? Weil du hast das hier aus dem, aus den drei Farben hier gemischt. Das sieht man sogar, wenn das so nach hier hingeht. Ich merke auch, es Genau. ist vielleicht besser. Und jetzt, Jana. Interessant. Ja. Eben, da habe ich jetzt einen neuen Pinsel genommen und war erst total unglücklich und unzufrieden, als ich hier so, oh nein, weiße Ränder, wieder gelb drüber, noch mehr gelb drüber, hin und her. Und eigentlich habe ich hier unten, weil hier oben hatte ich so die dritte Dimension oder nicht dunkel, hell, dunkel gut hinbekommen, aber hier unten, das hat jetzt auch noch mal viel ausgemacht. Und dann habe ich hier hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel, überall, hier kommt auch noch weiß, dass das halt räumlicher wird. Und dann war ich jetzt hin und her gerissen, ob ich, also vom Hintergrund, das Blau mach oder halt Das wirkt eben schon fast wie eine Farbe, das Backpapier jetzt. ja. Aber was ich speziell gut finde, dass du jetzt im Gegensatz zu vorher nicht nur flächige Flächen hast, sondern auch ein dreidimensionales Element. Und damit wirkt das noch stärker, das Flächige. Und das Dreidimensionale wirkt auch noch stärker, weil das eigentlich schon, ja, Die schon. stehen da richtig gut. Genau. Ja, also erst hatte ich überlegt, ob ich so einen Sonnenuntergang und noch mehr gelb-orange, aber erstens zu kitschig, zweitens verläuft dann alles, das ist dann auch zu viel. Und vielleicht so ein Türkis wie die Kiste hier, das dann halt wirklich nochmal so als Kontrast da rein, aber erst wollte ich das hier noch weiter verfeinern. Ich würde aufpassen, dass das Geländer vielleicht durchaus als das Hellste bleibt. Ja. Und dadurch hat es ja auch die Stärke. Und ich Ah finde jetzt ja, irgendwie, als okay. wäre das, zuerst habe ich gedacht, das sei sogar gemalt, aber das ist ja jetzt der Grund, der Grundton vom Backpapier, dass der so fast grau, braun, wirkt eigentlich ganz gut, auch mit der Umrahmung vom Orange. Ich würde sehr gut überlegen, was du da Ja, reinmachst. Ja. Das ja. könnte aber etwas wagen auf jeden Fall. Ich würde etwas wagen. Aber ich finde auch, das soll im Vordergrund bleiben, weil das ist halt so, leuchtet halt so schön und das andere soll ja so sein, dass man halt so dann reinguckt. Ja, wenn man das hier vergleicht,
zu gestern, oder? Dass du wieder diese Elemente, die du hier in den Türrahmen entdeckt hast, hast du jetzt übernommen im Geländer. Mhm. Und die Gesamtkomposition hat heute eine wirkliche Einheit irgendwie, ja? Mhm. Ja? Und nur mit den drei Farben. Drei Farben, gell? Blau. Blau, gelb, grün. Genau. Rot, gelb, blau. Eben. Nee, das ist gut, das soll ja auch gar nicht Theorie ja, sein, das soll Praxis. Genau. An hier, was ich das an Grün hast du ja neu entdeckt, ja, war ja ganz gut, ja. Ja. Und Rottöne auch ganz viele, also da war ich jetzt echt überrascht. Gut. Ja. Was findet ihr? Wieso? Ja, ich finde. Also es ist fröhlich und der Balkon ist auch so, als wollte man raustreten, aufschauen. Ich sehe viel Licht, viel Sonne in dem Balkon und deshalb hätte ich absolut Kopfzerbrechen, wie ich den Himmel dann schaffe. So. Das wird jetzt spannend, ganz genau. Ja, weil die Sonne ist von der Seite quasi... fast ein goldiges Geländer. Ja, oder? Ja. Ja, also fast die Sonne kommt von der Wohnung her. Nach draußen. Eine Stillleben-Serie, gut. Wow. Super. Hat sich die eingefrorenen Beine ja gelohnt. Der Reifen ist total klasse. Ja. Mhm. Und sie lebt. Ja. Also das ist kein toter Gegenstand. Das hat der. Die ist wirklich super geworden. Ja. Und auch, du hast das nicht vorgezeigt, das ist direkt gemalt. Das ist sicher, das ist eben mit dem Hell-Dunkel, dass das übernimmt es das Leben sofort. Die Vespa. Ach, da. Die Vespa. Man sieht nämlich jetzt wirklich deinen Stil, weil auch mit den Farbtönen und so die ganze Komposition kann man eindeutig sagen, dass es halt ein Bild von Bettina ist. Ja, man kann das zuordnen. Die muss sagen, ich habe mich überwunden, denn Gelb, so ein Gelb kommt nie in meiner Palette. Also. Bis jetzt. Ganz harmloses Geld. Ja, aber das ist nicht harmlos. Also ich muss sagen, das ist euer Einfluss. Also für mich sind diese Farben sehr gewagt. Ja, wirklich? Ja. Aber das bist du. Du bist ja, du. Ja, das bist du. Du hast dieses südländische Feuer und das kommt jetzt heraus. Stimmt, verglichen zu diesem Baum. Hm? Aber ich empfinde dich eher so feurig. Und dann haben wir natürlich die Blau. Sachen, aber da kommt das ja auch schon, bei dem finde ich auch, da kommt dieses und ganz speziell bei diesen Früchten hier. Ich finde, dass man kann immer mehr erkennen, etwas Persönliches, bei allen dreien kann man jetzt etwas sehr Persönliches erkennen. Mhm. Und speziell bei diesen zwei Sachen jetzt. Mhm. Wow. Ich finde diesen Teil hier vom Tuch ganz gut, sehr intuitiv gelohnt vor allem, gar nicht intellektuell aufgebaut, sondern sehr intuitiv und lebendig. Gratuliere. Eine Pause. Okay.